Willkommen zu Kato, einem Adventure-Spiel, beziehungsweise der Demo dazu. Und zwar einem Adventure-Spiel, wo wir eine Karte haben, mit der wir die Welt verändern können. Ja, und das Ganze schauen wir uns heute mal an. Wir sehen halt schon hier die Kartenumrisse. Karte, Tab. Willkommen, Entdecker. Erforsche und ändere die Welt. Ändere diese Welt. Du kannst jedes Teil auf der Karte verschieben. Die einzelnen Teile lassen sich auch drehen. Du kannst Teile verbinden, wenn sie an den gleichen Geländetyp angrenzen. Dunklere Bereiche der Karte sind Abschnitte, die du noch nicht erkundet hast. Schau sie dir näher an. Okay. Das, drehen das und zack. Und wir können uns mehr angucken. Du hast ein neues Kartenteil gefunden. Verbinde neue Teile mit der vorhandenen Karte, um mehr von der Welt aufzudecken. Kartenteile sind überall verstreut. Je mehr du findest, desto größer wird deine Welt. Okay, neues Teil. Das platzieren wir hier. Dann gehe ich rüber. Das dahin. Und das dahin. Und wie wir gesehen haben, wir können auch schon die Teile bewegen, die praktisch auf denen wir stehen. Noch ein neues Teil. Hollow. Hallo, Kleine. Wir bekommen nicht oft neue Besucher. Bist du mit deiner Familie hier? Ich verstehe. Hier sind jedenfalls alle willkommen und du kommst zu einem günstigen Zeitpunkt. Denn heute feiern wir die Mündigkeit meiner geliebten Nichte, Xianan. Ja, das ist sehr aufregend. Diesen Morgen war ich so abgelenkt, dass ich mich meinen Köder vergessen habe. Aber was soll's? Ist ja nicht mehr lang bis zur Zeremonie. Bis dahin kannst du die Insel erkunden. Wir sehen uns später. Okay. So, wir sehen halt. Upsala. Man sieht halt, man baut sehr oft diese Karte um und macht viel. Rar! Wer bist du? Warum spricht er wie der Fuchs? Warum spreche ich ihn wie den Fuchs aus Idle? Bist du 15? Mama hat gesagt, dass ich 15 Jahre alt sein muss, um mündig zu werden. Aber wie konntest du das Meer überqueren, wenn du noch nicht 15 bist? Wenn jemand 15 Jahre alt wird, erscheint am Nordpier ein Boot, ein Geschenk des Meeres. Wer 15 geworden ist, muss das Boot betreten und die Insel verlassen. Für immer. Ich will auch für immer weg. Das ist ja so lange wie ein Monat. Okay, das war anstrengend. Hallo, Kleine. Wo kommst du denn her? Es ist schön, jemanden Neues zu treffen. Ich habe die letzten Monate kaum das Haus verlassen. Dieser kleine Wonneproppen hält mich ganz schön auf Trab. Hast du schon meinen Mann getroffen? Er wollte hier in der Nähe fischen gehen. Viel fangen wird er wohl nicht. Der Schussel hat seinen Köder vergessen.
Da können wir wieder nur hoffen, dass uns die Launen des Ozeans gnädig sein mögen. Nur gut, dass diese kleine Maus Fisch so sehr mag. Ganz im Gegensatz zu dem nörgelnden Drecksspatz da hinten. Hey! Hast du schon andere Familien besucht? Kelan und ihre Familie kamen als erste auf diese Insel. Sie leben direkt am Meer. Sia ist meine Schwägerin. Sie lebt mit ihrer Familie im Wald. Ja. Ihre Tochter Xianan wird heute mündig. Kaum zu glauben, dass dieser Tag schon gekommen ist. Okay, das ist ein neues Kartenteil. Zack. Niemand zu Hause. Ein Topf. Salzige Hellritze, die in der Sonne trocknen. Okay. Zack. Und weiter geht's. Ja. Bis jetzt ist es ganz cool. Haben wir hier ein neues Kartenteil. Okay, dann... Wenn Umziehen so einfach wäre. Bekannt vor. Ich habe mich wohl wirklich verlaufen. Die Insel ist zwar klein, aber auf dem Nachhauseweg werde ich immer abgelenkt. Der Ozean ist einfach so schön und voller Meerjungfrauen. Das ist mir etwas peinlich, aber... Kannst du mir bitte helfen, den Weg nach Hause zu finden? Du scheinst dich hier auszukennen. Mein Haus ist in der Nähe des Meeres, und zwar östlich vom Haus auf dem Grasland. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo Osten ist. Okay, er möchte umziehen. Also... Lass dich doch gar nicht verlaufen. Guck mal, du bist doch genau da, wo du hin willst. Genau da wohnst du. Da, wo wir gerade stehen. Und jetzt ist die Karte auch wenigstens hübsch. Neues Kartenteil. Ein Topf! Du nimmst den Deckel ab. Du findest darin einen weiteren Topf. In diesem Topf ist ein weiterer Topf. Noch kleinerer Topf. Was? Niemand zu Hause? Was haben wir hier? Muschelsuppe. Lecker. Oh. Ja, tatsächlich. Das sieht vertraut aus. Das ist mein Haus. Und diese Frau muss meine Gattin sein. Wow, so ein Glück. Danke für deine Hilfe, liebes Kind. Hallo. Danke, dass du mein Mann nach... Lassen wir das. Danke, dass du meinen Mann nach Hause gebracht hast. Ich liebe ihn sehr, aber er würde selbst seine Nase vergessen,
wenn sie nicht in seinem Gesicht stecken würde. Ich glaube nicht, dass wir uns schon begegnet sind. Bist du von einem anderen Stamm? Was sind eure Traditionen? Wir sind Pioniere des Meeres. Sobald wir in See gestochen sind, siedeln wir auf der ersten Insel, die wir entdecken. Wir hatten Glück, auf dieser Insel zu landen. Wir lieben es hier. Hast du schon Shianan getroffen? Sie bedeutet uns sehr viel. Es wird schwer, sich von ihr zu verabschieden. Aber wir freuen uns für sie. Sie würde dich bestimmt gerne kennenlernen, wenn du einen Moment hast. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ich kann ja Space drücken, dann kommt der Text schneller. Na, nice. Frag mich, was passiert, wenn ich ihn jetzt umsiedle. Ah, okay, es bleibt wahrscheinlich. Ja, es bleibt da. Kommt denn? Ja, nee, Psst. Suchst du nach Shianan? Sie lebt in einem Wald, der viel größer als dieser ist. Gut. Gut. Zack. Oder auch nicht. Ja. Mal, dass ich zumindest den die Karte komplett habe, falls ich es noch brauche. Shianan! Diese Mädchen! Sie ist aus der Karte. Sie ist aus der. Warum ist sie aus der Karte? Wie kann sie aus der Karte. Egal. Kann ich dir helfen, Kind? Das ist hier nämlich Privatbesitz. Oh, tut mir leid. Die letzten Tage mit Shianan waren schwer. Du bist hier wirklich herzlich willkommen. Eine Muschelkette. Einer der glühenden Muschelscheine, findest du? Ein Teil der Karte. Meine Frau und ich haben dieses Haus selbst gebaut. Sogar die Einrichtung. Wir sind ziemlich geschickt. Wie wäre es mit einem Rundgang? Hier ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer und die Küche. Und wir sind am Ende unserer Tour. Ho, ho, ho. Seufzt. Shianan sagt ständig, dass sie eines Tages zurückkehren wird. Aber so geht das nicht. Es entspricht nicht dem Willen des Meeres. Sobald ein Angehöriger unseres Volkes in See sticht, darf er niemals in seine Heimat zurückkehren. So verlangt es die Tradition. Ich weiß das, Schatz. Das Mädchen bringt mich nochmal zur Weißglut, manchmal zur Weißglut. Aber sie hat schon immer ihren eigenen Kopf. Ich frage mich, von wem sie das hat. Sie ist das sicher auch schwer. Wir müssen einfach versuchen, das Beste aus der verbleibenden Zeit zu machen, die wir noch zusammen sind. Shianan ist wahrscheinlich zum See gegangen, um allein zu sein. Kannst du bitte nach ihr sehen, Kleine? Du scheinst eine gute Zuhörerin zu sein.
die Axt eines Holzfällers. Kein Topf? Kein Topf? Kein Topf. Unten raus und taucht da wieder auf. Läuft. Ich bin einfach noch nicht bereit, wegzugehen. Es mag zwar Tradition sein, aber meine Familie ist alles, was ich habe. Warum kann ich nicht zurückkommen und sie besuchen, nachdem ich in See gestochen bin? Diese Tradition gibt es bei unserem Volk schon so lange, dass die Leute wohl vergessen haben, was sie eigentlich soll. Weißt du, nicht alle Traditionen sind gut. Manchmal führen wir sie nur deshalb weiter, weil wir es schon immer so getan haben. Oh, tut mir leid, ich bin nur ganz durcheinander. Danke fürs Zuhören. Wie bist du eigentlich? Oh, kein Grund zur Nervosität. Ich bin Tianan, willkommen auf unserer Insel. Ich muss sie aber bald, für immer, verlassen. Denn heute ist meine Mündigkeitszeremonie. Einerseits bin ich ganz aufgeregt, doch andererseits habe ich Angst, dass ich einsam sein werde. Es könnte eine Weile dauern, neue Freunde zu finden. Und Abenteuer machen einfach nur mehr Spaß, wenn jemand dabei ist. Wir haben uns zwar gerade erst getroffen, aber würdest du vielleicht mitkommen wollen? Ich habe das Gefühl, dass du eine gute Freundin sein könntest. Wow, ernsthaft? Es wird ein Spaß. Ich kann es kaum erwarten, es meinen Eltern zu erzählen. Und was ist mit deiner Familie? Musst du deinen Leuten nicht Bescheid sagen? Wow, sad smiley. Dann müssen wir sie eben finden. Oh, da wäre noch eine Sache, bevor wir in See stechen können. Vielleicht kannst du mir helfen. Happy smiley. Ich will immer ein Stück Heimat bei mir haben. Deshalb möchte ich eine Handvoll Erde mitnehmen. Ich brauche nur etwas mehr Zeit, um mich von der Insel zu verabschieden. Würdest du bitte etwas Erde für mich besorgen? Die beste Erde findest du da, wo sich Wald, Küste und Grasland begegnen. Kannst du die Erde in diese Tasche tun, wenn du sie gefunden hast? Danke. Eine kleine leere Tasche. Dann gucken wir kurz, ob hier noch eine Karte ist. Wahrscheinlich nicht. Und dann müssen wir... Wald, Erde und Meer, sagt sie. Wald, Erde und Meer, Wald gerade lassen. Meer und... Waldküste und aber ich hab doch keine Karte. Das ist ja Grasland, das ist ja nicht die Küste. Muss man die Musik ganz kurz leiser machen. So. Waldküste und... Waldküste und Grasland, ja, aber ich habe keine Grasland-Karte.
keine Küstenkarte. Guck mal gerade, vielleicht habe ich irgendwo noch eine Karte übersehen. Okay, es ist auch dasselbe. Ja, und das scheint das Spiel bisher zu sein. Man hat halt seine verschiedenen Karten, seine Aufgaben. Das sind die. Ich nehme an, dass ich die Erde auch... Ich freue mich so auf das Fischfestival. Ich werde auch bestimmt an den Köder denken. Achso, der Köder. So. Dann sprint ich jetzt einmal durch, red noch mal kurz mit jedem, guck mal eben jedes Kartenstück ab. Ja, ich habe einen kurzen Cut gemacht. Ich habe einen Haufen Erde gesucht. Und zwar... scheint er genau hier zu sein. Schieb, schieb, schieb. Und wir haben Erde. Ich habe jetzt praktisch die ganze Karte abgesucht. Hast du etwa Erde gefunden? Diese Erde sieht prima aus, danke. Und es steckt ein merkwürdiges Stück Papier drin. Oh, willst du es haben? Bitteschön. Ich denke, ich habe jetzt alles. Ich bin bereit, in See zu stechen. Bald werden alle Ozeane unseren Namen kennen. Xi'an und... Kato. Xi'an und Kato. Juhu. Wenn du soweit bist, dann treffen wir uns am Nordpapier zu meiner Zeremonie. Yay. Okay. Bin faul. So. So. Okay, vielleicht funktioniert das nicht, weil ich die komplette Insel zerstört habe. Gleich soweit.
Achso, Nord... Ah, okay. Denkfehler. Kann ich mit dir reden, Kind? Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Bitte nimm dieses Andenken mit. Kannst es meinem Sohn geben, falls du ihm irgendwo da draußen begegnest? Es mag unwahrscheinlich sein, aber ich würde ihm so gerne ein Zeichen unserer Liebe senden. Okay. Hi, Kato. Kaum zu glauben, dass das Boot wirklich gekommen ist. Ich glaube, dass ich abreisebereit bin. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Juhu, die Zeremonie kann beginnen. Boah, ich merke wieder, dass ich irgendwie die Charaktere voll wirr spreche gegen Ende, weil ich nicht mehr weiß, wie ich wen gesprochen habe. Meine Liebenden, ein Abschiedsgeschenk für euch. Eine Kette aus Schwertfischknochen. Möge sie euch Frieden bringen und Beharrlichkeit verleihen und euch Tag und Nacht begleiten. Meine liebste Tochter. Oh, er hat einen Fisch gefangen. Der Fischer links. Und dann auch noch so ein Riesenfisch. Schließe deine Augen und spüre die sanfte Umarmung des Windes. Mögst du dein Schicksal finden, so wie wir das unsere gefunden haben. Wir lieben dich, Shianan. Ich glaube, wir belassen uns jetzt bei dem. Danke euch allen für euren Segen. Jetzt bin ich mündig und die ganze Welt wartet auf mich. Aber wir kommen wieder. Keine Frage. Shianan, hör mit diesem Unfug auf. Sie macht nur Spaß, mein Schatz. Sie hat ein Kessellippe. Der Pudel kann ja reden. Leb wohl, ihr Lieben. Mehr gibt es wohl nicht zu sagen. Hihihihi. Komm, Kat, lass uns die Welt bereisen. Ich finde schön, wie wir einfach Kato heißen. Kato, danke fürs Spielen. Ja, das war die Demo von Kato. Ein interessantes Spiel, interessantes Konzept, wo man halt seine Karten passend nach Rätseln anordnet. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.